Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video werden wir mal über ein Thema sprechen, was mich die letzten Wochen extrem nervt. Und zwar ist mein derzeitiges Internet. Wahrscheinlich alle, die auf meinem Twitch-Kanal vorbeigeschaut haben, die werden es bemerkt haben. Die Streamqualität zurzeit ist echt ganz, ganz schlimm. Aber wahrscheinlich auch alle, die meine ganzen Highlight-Videos sehen, wo ich ja immer mal das Wort auch von Twitch runterlade. Und da ich natürlich genau die gleiche Qualität wie aus den Streams habe, habt ihr sich auch da gemerkt, dass die FPS einfach extrem kacke sind in den Videos. Und es ist einfach ein Thema, was ich wirklich ganz, ganz extrem nervt, und deshalb wollte ich euch in diesem Video einmal darüber informieren, woran das Ganze liegt und dass ihr euch darüber auf jeden Fall nicht wundert. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren Videos hier mal auf diesem Kanal verpassen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da und schaut natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Dort werde ich zwar jetzt gerade nicht streamen können, weil ich wirklich also heute und gestern extrem schlechtes Internet habe, nochmal schlechter als alle Wochen davor. Ich habe 25% Drop Frames und 25% Drop Frames sind eben mal nicht gleich verteilt. Das heißt, man hat dann mal eine Szene, wo man 60 FPS hat, und da hat man auch ganz viele Szenen im Stream, wo man 10 FPS hat, und das ist einfach nicht mehr anschaubar. Bei 25% Drop Frames geht da gar nichts mehr. Vorher hatte ich immer so 10 bis 15% Drop Frames, immer noch viel zu viel. Das Maximum, was man haben sollte, sind eigentlich 1% Drop Frames, und selbst das ist eigentlich schon viel zu hoch und deshalb zurzeit einfach unmöglich zu streamen. Aber schaut natürlich trotzdem gerne vorbei, würde mich natürlich über jeden einzelnen Follow dort freuen. Wir sind auch gar nicht mehr so weit von 350 Followern entfernt, und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dort demnächst halt die 500 schaffen würden. Tatsächlich habe ich eigentlich eine ganz gute Internetleitung, also ich habe 100k Download und 50k Upload, aber zurzeit ist das Ganze einfach ganz schlimm. Das ist so circa seit 1 bis 2 Monaten, also Anfang dieses Jahres, durch die ganze Lockdown-Situation ist ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Traffic einfach drauf. Und dadurch, dass ich immer Kabel-Internet habe, ist es so, dass umso mehr Leute in dem Internet sind, nicht nur im eigenen Haus, sondern auch generell in der ganzen Umgebung, desto schlechter wird immer die Internetleitung, und die Internetleitung konzentriert sich dann noch darauf, dass Download Speed konstant bleibt. Das heißt, wir haben hier eigentlich relativ konstant eine 100k Download. Manchmal bricht er auch auf 50, manchmal auf 25k ein, aber in der Regel bleibt er eigentlich relativ weit oben. Dafür geht eben halt upload-technisch gar nichts. Also ich habe, wenn ich einen Speedtest mache, meistens sowas zwischen 4 MB und 10 MB. Und beim Speedtest ist ja auch so, dass der Höchstwert da genommen wird, und meistens ist so eher der Durchschnittswert bei den Upload-Speeds dann eher so bei 1 MB. Und das ist wirklich unerträglich. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie nervig das für mich ist. Ich kann kaum mehr Videos hochladen, weil die extrem lange brauchen, bis die hochgeladen sind. Meistens dauert das so circa 10 Minuten. Früher war das mal in einer Minute oder so hochgeladen. Und genauso natürlich Twitch-Streams, habe ich euch schon erklärt. Da geht wirklich gar nichts zur Zeit. Ich versuche auf jeden Fall, das Ganze irgendwie zu fixen und den Vodafone-Kundensupport anzuschreiben. Aber Vodafone ist natürlich nicht ganz kooperativ bei der ganzen Sache. Das heißt, wahrscheinlich wird es lange dauern und vielleicht gar nicht funktionieren. Wenn wir wieder unter so 10% Drop Frames kommen, dann könnte ich eventuell wieder streamen, aber bei der Streamqualität habe ich da persönlich gar keinen Bock drauf, weil es halt auch einfach wirklich extrem nervig ist, und es macht mir dann keinen Spaß, bringt euch wahrscheinlich genauso wenig Spaß. Deshalb hoffe ich auf jeden Fall, dass ich das Ganze so schnell wie möglich hinbekomme, da ich nämlich wirklich gerne einen Stream will. Und ich hatte es auch die letzten Tage selbst in Fortnite, dass ich extreme Ping-Jobs hatte. Das war vorher nicht ganz so schlimm, aber jetzt immer gerade so die letzten Tage immer wieder die Phase, wo es ganz, ganz mies mit dem Internet war und dadurch jemand auch in der Fortnite der Ping sehr krass war, und deshalb ist es einfach zurzeit extrem nervig. Schreibt mir übrigens auch immer gerne in die Kommentare, falls ihr aus der Nähe Hamburg kommt und bei Vodafone seid, ob ihr genau die gleichen Probleme habt. Das Komische bei der ganzen Sache ist auch, dass wenn ich im Prinzip zu Servern kommuniziere, die etwas nördlich von mir sind, also im Prinzip hier in meinem Kreis etwas nördlicher sind, dass dort tatsächlich alles normal funktioniert, ich 50er Upload habe, aber zum Rest der Welt, also wenn ich irgendwo Richtung Niedersachsen unten oder Richtung Dänemark den Server auf Twitch einstelle oder auch im Speedtest den Server dort einstelle, geht da gar nichts mehr. Das heißt, da wo immer die ganzen Twitch-Server sind, geht auch im Prinzip gar nichts, und ich habe, wie gesagt, dann nur diese 5 MB bis 10 MB, je nach Region ist es dann immer noch mal etwas besser, aber häufig immer noch etwas schlimmer. Zurzeit geht da auf jeden Fall überhaupt nichts. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Informationsvideo natürlich gefallen, und morgen geht es natürlich ganz, ganz normal weiter mit einem neuen Tipps und Tricks Video. Falls ihr übrigens noch weiter Videovorschläge habt, schreibt es natürlich mir gerne auch mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen, gerade wo ich jetzt halt nicht so viele Highlights hochladen kann, weil ich immer nicht so viel streame, bräuchte ich auf jeden Fall die eine oder andere Idee für ein Tipps und Tricks Video. Also wenn ihr dort was habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare, und dann hoffe ich, sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.